Hallo und willkommen zu einem neuen Video, neues Mini-Projekt, keine Ahnung, und zwar Emergency Wuppertal-Modifikation. Ja, wir warten jetzt hier mal ganz gediegen auf einen Einsatz. Es geht hier, wie gesagt, wir sind jetzt hier in Emergency Wuppertal unterwegs. Und ja, schauen wir mal, ob wir einen Einsatz reinbekommen. Wir haben eine Meldung über eine Person mit schweren gesundheitlichen Problemen erhalten. Okay. Stellen Sie ihren Zustand fest. Anschließend muss sie versorgt und abtransportiert Schicken werden. mal den RTW 1. Schicken wir jetzt mal dahin. In Ordnung. Und wir schicken erstmal noch keinen NEF mit. Das können wir dann ganz gediegen nachalarmieren. Übrigens, ich spiele das jetzt hier so mehr oder weniger zum ersten Mal. Das heißt, ich habe gar keine Ahnung, vor allem was das, den Bereich Feuerwehr angeht, wie das da läuft mit Wasserversorgung aufbauen und so weiter und so fort. Keine Ahnung. Deswegen kann es sein, dass wir ein bisschen dieses Hilfetool verwenden und bisschen uns da helfen, wenn irgendein Einsatz ist, der nichts wird. Da hinten ist unser Rettungswagen. Können wir da hier. Mit denen können wir mitfahren. Ja, Wuppertal, das normale Wuppertal, das normale Emergency habe ich schon öfters gespielt und jetzt hier dieses Wuppertal ist aber neu für mich. So, wir lassen mal den hier. Krankenbeförderung. Das wollen wir jetzt auch mal austesten. Da habe ich nämlich gar keine Ahnung. Den Einsatz habe ich vorhin beim Testen schon ein paar Mal reinbekommen. Auf jeden Fall brauchen wir einen Krankentransportwagen. Der wäre einmal hier. Den lassen wir hier einfach mal parken und dann schauen wir mal. Bleib jetzt mal ganz kurz da. Du rüstest dich schon mal mit der Trage aus. So wie es ausschaut, brauchen wir kein NEF. Das finde ich ein bisschen cool, dass wir hier nicht zwingend den NEF mitnehmen muss. Weil muss der echt auch nicht. Hier haben wir nochmal eine kleine Wache. Die Wachen sind hier übelst geil verteilt. Hier ist nochmal eine Polizeistation, eine kleinere. Ist der hier schon vor Ort? Nee. Wie das funktioniert, wie gesagt, habe ich noch gar keine Ahnung. So, jetzt sind wir hier. Der kann den mal aufpicken. Der kann einsteigen. Und dann schauen wir mal, wie das funktioniert, wie wir den ab senden können. Ich sehe jetzt auf der Karte auch gar nicht meinen. Ach doch, da hinten fährt er. Der müsste jetzt auch gleich da sein. Fahrzeug auswählen. Einmal platzieren. Und was muss ich jetzt machen? Nee. Einfach zurückschicken? Oder muss ich den? Ich schicke den jetzt einfach mal zurück. So, und ihr müsst. Ah, nein. Ja, Steiger erstmal. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall nochmal einen Krankentransporteinsatz mit reinbekommen. Da schickt man direkt auch nochmal einen KDW hin. Und jetzt müssen wir hier nochmal her. Ich hoffe, dass das hier dann abgeschlossen ist. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, gar keine Ahnung, wie das hier funktionieren soll, diese Krankentransporteinsätze.
Ach so. Verstanden. Der muss da jetzt reingehen und dann läuft es schon. Ach so, ah, der fährt jetzt hier zum Krankenhaus. Von alleine. Ach, der fährt einfach ohne. Ohne. Der chillt da jetzt. Und ist wieder einsatzbereit. Naja, der macht hier. Dann schauen wir mal ganz kurz hier. Ist der schon vor Ort? Nee. Kommt der? Ist der schon in der Nähe? Ich sehe den nämlich noch gar nicht. Nee, okay. Als der Rettungswagen fällt weg. Also. Okay, dann habe ich das schon mal mehr oder weniger verstanden. Krankentransport, Umlagerung von kranken Menschen. Dann gucken wir mal, was da hinten. Das sieht auch nochmal interessant aus. Das ist auch nochmal eine Feuerwache, glaube ich. Oder sogar eine Werksfeuerwehr. Das ist sogar eine Werksfeuerwehr, so wie es aussieht. Mit Wechsellader. Mm, sehr geil. So. Asthmaanfall. Dann kannst du auch abfahren. Dann gehen wir mal ganz kurz zum Asthmaanfall. Da brauchen wir dann eben nur einen NEF. Das weiß ich, das habe ich schon in Videos gesehen. Das heißt, da schicken wir ein NEF hin. Und da ist auch schon unser anderer KDW. Ja, ich bin gespannt, ob der Einsatz hier auch funktioniert. Mit dem, mit, wie gesagt, mit dem einfach ins Headquarter schicken. Keine Ahnung. Sehen wir schon. Er fährt auf jeden Fall ohne Sonderrechte, aber ist ja auch egal. Ich habe keine Ahnung, wo der hinfahren will. Vielleicht, wahrscheinlich fährt er aus die Map raus. Oder fährt er in die Werksfeuerwehr rein? Nee. Er wird wahrscheinlich aus der Map rausfahren und dann wird der Einsatz beendet sein. Oder halt dann in näherer Zukunft beendet sein. Er fährt da jetzt irgendwo hin. So. Was labert der? Ich hoffe, dass der Einsatz jetzt dann da demnächst beendet ist. Oder nicht, dass der irgendwie verbuggt ist oder so. Aber wir haben jetzt hier nochmal die Chance, es auszuprobieren. Hier ist noch kein Fahrzeug in der Nähe. Ah, doch, hier fährt er. Sie muss versorgt und abtransportiert werden. Gebrochenes Bein, yo. Da schicken wir einen RTW einfach hin. Boah. Wo ist denn diese Wache? Da ging doch der Einsatz gerade rein. Da. Jo, da fährt er raus. Sehr geil, sehr geil. Ja, ich schicke jetzt auch einfach ins Headquarter, mal gucken, ob da was passiert oder nicht. Der kann hier machen. Und der ist ja auch schon vor Ort. Den rüsten wir direkt mit der Trage aus. Ich weiß nicht, vielleicht sind die auch jetzt einfach verbuggt, die zwei Transportdinger. Ich weiß halt, ich habe echt keine Ahnung. Der fährt jetzt auch wahrscheinlich aus der Map raus. Mal gucken. Das würde auch klappen hier. Das ist, glaube ich, die Hauptfeuer- und Rettungswache. Da kommt jetzt auch gleich der. Unser KDW vorbei. Warte, was war das jetzt? Achso, das ist der Einsatz.
Irgendwie hat es gerade so kleine Lecks, dieser Mod. Aber an sich ist es ein richtig cooler Mod, Freunde Linus. Der Asthmaanfall ist beendet. Da müssen wir jetzt gleich mal gucken, wo der NF steht. Hier. Dass wir den zurückschicken. Und den können wir auch gleich zurückschicken. Das hat ja funktioniert mit Headquarter. Bei den zweien. Keine Ahnung. Bin bereit. Sofort. Aber jetzt fährt er sogar mit. Wir lassen die zwei Einsätze jetzt mal abbrechen. Wir machen einfach Loose Event, weil dann löscht der nämlich alles, was passiert ist. Wenn wir nämlich Win-Event machen, dann löscht er das nicht, sondern dann bleibt alles so, wie es ist. Übrigens, in den nächsten Wochen kommen dann insgesamt 3 Videos und ich habe vergessen, in die Videobeschreibung zu schreiben, dass die dass die Projekte hier alle. Boah, was ist das für ein geiles Teil? So ein Reinigungsfahrzeug. Kann man das auch holen? WLF. Alles Wechsellader. Wir haben 2 Wechsellader. TLF 4000, HLF. Rüstwagen. HLF. DLK. HLF. ELW. RW. Kran, ELW und A-Dienst. Hier kann man übrigens auch noch eine Beförderung. Die machen wir erst gar nicht. Die lassen wir direkt abbrechen, weil die hat ja nicht so gut funktioniert. Irgendwie. Da habe ich dann, wenn ich ehrlich bin, gar keinen Bock drauf. Wenn ihr wisst, wie ich die beenden kann. Oh. Okay. Wenn nötig, versorgen Sie alle Opfer der Brände und transportieren Sie beschädigte Fahrzeuge. Passt mal auf, das machen wir in der nächsten Folge, kümmern wir uns voll und ganz um diesen Brand, weil ich einfach mal wissen will, wie der funktioniert. Deswegen würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns im zweiten Teil wieder und bis dahin, ciao.